gemacht für uns allein. Hallihallo, Hallihallo, Hallihallo zum Frühlingssein. Lasst die Sorgen daheim, wir laden ein. Hallihallo zum Frühlingssein. Dieser Tag ist wie gemacht für uns allein. Hallihallo, Hallihallo, Hallihallo zum Frühlingssein. Hallihallo, Hallihallo, Hallihallo zum Frühlingssein. Ja, ein herzliches Willkommen, liebe Fernsehzuschauer, liebe Zuschauer hier vor Ort. Wir sind wieder mal zu Gast in Sachsen-Anhalt in der wunderschönen Stadt Stendal. Wir begrüßen auch ganz herzlich den Oberbürgermeister der Stadt, Bastian Sieler. Und zum Rolandfest natürlich auch die Rolande. Ja, letztes Jahr hätte man hier gerne das 1000-jährige Jubiläum der Nennung der Stadt gefeiert. Fiel leider aus, aber das wird in diesem Jahr natürlich kräftig nachgeholt. Ja, und ich kann da nur sagen, Kaffeezeit, Blasmusikzeit, das passt immer sehr gut zusammen. Und wenn jetzt die Jungs hier alle auf die Bühne kommen, nacheinander, dann spielen sie uns heute, das ist das Blasorchester Angern übrigens, ein eingetragener Verein, der schon 60-jähriges Jubiläum gefeiert hat. Und heute wird er uns den böhmischen Traum spielen. Und den kennen Sie, meine Damen und Herren, alle, weil so richtig modern ist er nochmal wieder geworden durch DJ Ötzi. Der hat ja den hellsten Stern besungen. Aber wir hören heute von euch den böhmischen Traum. Seid ihr soweit, Jungs? Und Mädels? So, dann Bühne frei für das Blasorchester Angern. Thank you.
So, vielen Dank natürlich unserem Blasorchester. Das dauert immer gar nicht lange, bis sie jetzt hier fertig sind und ich schon wieder den nächsten Künstler ansagen darf. Da gibt es einen Künstler, der heißt René Ulbricht und der kommt aus Dresden. Ich denke, der ein oder andere kennt ihn auch, weil er im MDR, Fernsehen, auch Radio im letzten Jahr besonders einen Hit hatte. Ayo, 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 den wird er uns heute nicht bringen, aber er hat einen neuen Titel, Zwei Freunde, kommt aber alleine und das muss ich jetzt wirklich ablesen, nicht Holla hier ho, sondern das heißt Holli ja di ja ho, Holli ja di ja ho, heißt der zweite Titel von René Ulbricht. Oder er war auch Schlager des Monats mit Bernhard Brink, dort war er auch Gast. Und heute ist er hier in Stendal im Musikantenkrug und da freuen wir uns ganz doll auf den René Ulbricht. Yo. Für dich ist mir kein Weg zu weit. Nehme ich mir immer Zeit für dich, höre ich einfach zu und lass dir auch mal deine Ruhe. Für dich schweige ich wie ein Grab. Die Nacht zum Tag. Für dich gebe ich mein letztes Hemd und lach mit dir völlig ungehemmt. Zwei Freunde wie wir, die trennt man. Ich versprechen wahr, für dich bin ich einfach immer da. Für dich verpasse ich die letzte Bahn und geh ans Telefon nachts noch an. Zwei Freunde. Eisigsten Täler hin zu sonnigen Höhen, um auf Gipfel zu steigen, musst du wieder aufstehen. Über tausende Meere hin zu blühendem Land, an jeder
Tag, hältst du das Glück in deiner Hand. Alle Jahre, ja, ho! So wie Sporen entstehen. Halle, jade, ja, ho. Halle, jade, ja, hey. Doch nur im Augenblick findest du wahres Glück. Du dich oft verloren oder es fehlt dir der Mut. Irgendwie geht's schon weiter. Hey, es wird alles gut. Denn du bist noch viel stärker und du gehst deinen Weg. Ist er auch lang, steinig und hart, das vergeht. Halle, jade, ja, ho. Halle, jade, ja, hey. Alle Jahre vergehen, so wie Sporen im Schnee. Halle, jade, ja, ho. Findest du wahres Glück? Oh, oh, yeah. Oh, yeah. Yeah, oh. Halle, jade, ja, ho. Halle, jade, ja, hey. Alle Jahre vergehen. So ich wohne im Schnee. Halle, jade, ja, ho. Halle, jade, ja, hey. Doch nur im Augenblick findest du wahres Glück. Doch nur im Augenblick findest du dein Wahres. Vielen Dank, René Ulbricht. Ja. So, wollen wir mal schauen hier. Oh, so schön voll sieht's aus. Sagen Sie mal, wie halten Sie das da aus in der Sonne? Also beneide Sie nicht unbedingt. Ja, also wir haben ja hier Gott sei Dank auch noch Getränke. Schauen Sie mal, wir haben hier einen Wirt, ja. Das ist hier unser Ecki. Der wird uns also immer die ganze Zeit über auch mit Getränken versorgen. Dafür haben wir gesorgt. Ja, also Ecki, ich muss sagen, du siehst heute wirklich schnieke aus. Tja, ich habe auch meinen schönsten Zwirn angezogen. Hallo, liebes Publikum hier in Stendal auf dem Marktplatz. Ich begrüße Sie alle und vor allen Dingen begrüße ich die Josephine, die für mich heute das achte Weltwunder ist. Oh, komm. Und natürlich auch den Joe. Ja, danke, Ecki. Ja, du weißt schon, wie man sich einschmeichelt, ne? Ja. Ja, aber außer Josephine gibt's hier noch viel mehr zu bewundern, denn wir haben ganz viele Künstler auf der Bühne heute hier und auch Sänger und Tänzer. Ja, und ich bin mir sicher, wir haben gemeinsam noch sehr viel Spaß. Aber Ecki, sag mal, du bist Wirt. Jetzt gieß mir mal schnell was ein hier, um die Lippen ein bisschen anzufeuchten. Ja, ich muss hier immer zu reden. Schnell, 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 immer nur schnell. Hasen, die rumspringen, werden nur 8 Jahre alt. Hunde, die rumhoppeln, werden 16 Jahre alt. Und Schildkröten, die den lieben langen Tag nichts machen,
werden 180 Jahre alt. Also hetz mich nicht. Ja, ist ja gut, aber du kannst trotzdem mal das nebenbei irgendwie ein bisschen aufmachen, oder? Ja. Du lässt mich hier immer noch dürsten. Jetzt muss ich erst mal gucken. Ja, jetzt hast du wieder keinen Öffner dabei, ne? Tara! Aha. Aber Joe, kennst du das? Kommt mal ein Gast zu mir und nimmt richtig schön einen abends auf die Mütze. Nächsten Morgen wacht er auf, geht ins Bad, will sich frisch machen, guckt aufs Fenster, was sieht er? Ein Pinguin. Neben Hydranten ein Pinguin. Oh, denkt er. Zieht sich am Bart, pfeift sich in die Wange, guckt nochmal raus, der Pinguin immer noch da. Oh Mensch, denkt er, das hast du aber gestern ganz schön übertrieben. Aber da mein Gast ja ein Tierfreund ist, zieht er sich an, geht runter, schnappt sich den Pinguin und geht mit ihm zur Polizei. Dort angekommen, auf der Polizeiwache, sagt er, Herr Gendarm, was kann ich mit dem Pinguin anfangen? Tja, sagt der Gendarm, ich würde mit Ihnen in den Zoo gehen. Tja, denkt er, das ist keine schlechte Idee. Schnappt sich also den Pinguin und geht los. Nächsten Tag treffen sich die beiden wieder, der Gendarm und mein Gast, der Pinguin immer noch dabei. Da sagt der Gendarm, ich habe Ihnen doch gestern gesagt, Sie möchten mit dem Pinguin in den Zoo gehen. Tja, sagt er, da waren wir gestern auch. Und heute gehen wir ins Kino. Was sagst du nun, Joe? Ja, Eggy, ich sag da nur, das kann mir nicht passieren. Also ich habe noch keinen Pinguin gesehen bisher. Das kann mir nicht passieren und Josefina auch nicht. Mir auch nicht, ganz genau. Denn wir sind beide Engel, ja. Engel, ja. Und wenn Sie auch alle Engel sind, dann machen Sie jetzt mit bei diesem Titel. Wir sind Engel. Zacke, wir sind Engel, Flügel raus im Doppelpack, wir sind Engel, flatter links, flatter rechts, wir sind Engel. Oh, oh, oh. Wie Stein, wie Himmelsweiter hoch, wir sind Engel, schlüpfen durch das Himmelsloch, wir sind Engel, Schritt nach vorn, Schritt zurück, wir sind Engel. Oh, oh, oh. Wir sind brav, lieb und nett, wir sind Engel, gehen noch lange nicht ins Bett, wir sind Engel, singen schön, singen jetzt, wir sind Engel. Oh, oh, oh. Ja, wir sind Engel. Oh, 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 so liebe, liebe Engel. Oh, oh, oh. Nächtelang nicht schlafen, dazu sind wir geschaffen, uns geht's gut. Uns geht's gut. Wir lassen's richtig krachen, wollen Party machen, uns geht's gut. Uns geht's gut. Unser Durst ist groß, alle rufen Prost, strecken nun die Arme raus, schreien laut aus uns heraus. Wir stehen auf Zicke Zacke, wir sind Engel, Flügel raus im Doppelpack, wir sind Engel, flattern links, flattern rechts, wir sind Engel. Oh, oh, wir steigen die Himmelsleiter hoch, wir sind Engel, schlüpfen durch das Himmelsloch, wir sind Engel. Schritt nach vorn, Schritt zurück, wir sind Engel. Oh, 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 wir sind brav, lieb und nett, wir sind Engel. Gehen noch lange nicht ins Bett, wir sind Engel. Singen schön, singen jetzt, wir sind Engel. Oh, oh, oh. Ja, wir sind Engel. Oh, 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 so liebe, liebe Engel. Oh, wir machen das, was zählt, wir sind einfach unersättlich, uns geht's gut. Uns geht's gut. Wir sind alle heiter, machen immer weiter, uns geht's gut. Uns geht's gut. Warme Engelskraft, fließt der Lebenssaft, strecken nun die Arme raus, schreien laut aus uns heraus. Wir stehen auf Zicke Zacke, wir sind Engel, Flügel raus im Doppelpack, wir sind Engel, flattern links, flattern rechts, wir sind Engel. Oh, oh, oh. Wir steigen die Himmelsleiter hoch, wir sind Engel, schlüpfen durch das Himmelsloch, wir sind Engel,
zurück. Wir sind Engel, oh, wir sind brav, lieb und nett. Wir sind Engel, gehen noch lange nicht ins Bett. Wir sind Engel, singen schön, singen jetzt. Wir sind Engel, oh, ja, wir sind Engel, oh, so liebe, liebe Engel, oh. Ja, Sie haben ja schon gehört, wir haben es mit Engeln. Ja, und jetzt kommt eine Dame zu uns. Da könnte man meinen, wir haben auch von ihr gesungen. Lange Haare, blonde Haare. Ja, man könnte meinen, da kommt ein engelsgleiches Wesen. Also ich bin nicht gemeint. Nee, deine Haare sind dafür ein bisschen kurz. Also seit über 18 Jahren moderiert sie Tanzmusikveranstaltungen und führt sie auch durch diese Veranstaltungen. Ja, und erst vor etwa 6 Jahren begann sie eigene Schlager zu singen. Sie kommt aus Niedersachsen und ich glaube, du weißt noch mehr. Ich weiß, wie sie heißt. Das ist Elvira Fischer. Und die hat ein tolles Motto. Und zwar, egal wie alt du bist, Spaß kannst du immer haben. Und wir haben auch so ein ähnliches Motto. Das heißt, freut euch des Lebens. Und sie setzt heute einfach mal alles auf eine Karte und sagt, entweder alles oder gar nichts. Also, viel Spaß mit Elvira Fischer. Das Leben ist kein Würfelspiel, es ist auch kein Roman. Und du bist kaum zu glauben, mich aus der Bahn. Aus dir werd ich nicht klug, egal was du auch tust. Und was du gibst, das ist mir nicht genug. Alles oder gar nichts und dann du und ich für immer. Halbe Sachen machen immer nur meine Sehnsucht schlimmer. Du bist in meinen Augen ein Spiegelbild von mir. Und alles, was du gibst, kommt nicht von ungefähr. Ich weiß genau, da ist noch so viel mehr. Alles oder gar du und ich für immer.
sind Leute da, die haben mich jetzt echt überrascht. Ich bin fix und alle, ganz oben aus Flensburg kommen die hierher. Oh, da fällt es nicht leicht. Einen ganz großen Applaus für solch treuen Fans, Freunde und Fans. Vielen Dank, herzlich gerne. Viel Spaß noch! Dankeschön, Marvin. Marvin und ich, wir kennen uns schon ein Weilchen, ja? Und, aber Sie kennen ihn vielleicht noch nicht so gut, deshalb möchte ich ihm einfach mal ein paar Fragen stellen. Und damit ich nichts Falsches erzähle, soll er mal auch hier oben bleiben. Marvin, du wurdest in Güstrow geboren. Ja, genau. Also ich bin in Güstrow groß geworden und in Tetrow geboren. Ach, in Tetrow geboren? In Tetrow geboren und in Güstrow groß geworden, aber auch nur, weil das Güstrower Krankenhaus voll war. Ach so, darum haben sie dich da schnell hingeschafft. So, richtig. So, und ich weiß, dass du schon als Sechsjähriger im RTL-Fernsehen warst. Ja. Und ganz großen Auftritt hattest mit ganz viel Erfolg. Sag mal, wie bist du denn da hingekommen? Mit 6 Jahren, wie kommt man schon mit 6 Jahren ins Fernsehen? Ja, das war die sogenannte Mini-Playback-Show bei Mareike Amado. Ah, Mareike Amado. Und, da war ich 6, fast 7 und da habe ich den duften Titel gesungen. An Angel von der Kelly Family. Oh, ja. Aber den singt ihr uns heute nicht, nein. Aber
Oh ja, das würde ich auch sagen. Oh, schade. Ja, Marvin, und das war für dich eigentlich auch Auslöser, dann zu sagen, ich werde Sänger. Richtig, also das hat mein Leben so geprägt und die Liebe zur Musik vor allem. Ja. Und heute bin ich hier in Stendal und bei euch in der wunderschönen Sendung. Da freuen wir uns wirklich, dass wir heute hier auch bei bestem Wetter dich hier auf der Bühne erleben durften. Du hast uns gesagt, Liebe mal anders gespürt. Ich weiß, du bist verlobt. Ja, also wir wären schon verheiratet. Wir bekommen in 2 Wochen dann unsere Tochter. Wir werden trotzdem immer noch verheiratet. Und ja, eigentlich wären wir verheiratet. Aber wir werden verheiratet. Ich habe schon gesagt, hoffentlich nicht heute. Es kann ja auch mal passieren, dass die Babys ein bisschen früher kommen. Nein, ja. Heute nicht. Ne? Nein, ich glaube nicht. Nein, aber Liebe mal anders. Heißt das, dass es anders, wenn man verlobt ist? Nein, also die Liebe allgemein, sie ist anders, wenn man, also es kommt aber darauf an, wie man liebt. Und ich habe meine Jugendliebe nach ganz vielen Jahren wieder getroffen und wir haben uns immer noch geliebt und wir haben uns nie vergessen. Und ja, heute kommt dann, oder nicht heute, aber jetzt kommt halt also wir haben einen Sohn, jetzt kommt unsere Tochter und es gibt nichts Schöneres. Ja, und da wünschen wir dir natürlich ganz viel Freude mit deiner Familie und ganz viel Erfolg noch auf der Bühne. Dankeschön, Marvin, dass du heute hier Dankeschön. Warst. Dankeschön, danke. Und gleich wimmelt es hier auf der Bühne vor Hummeln und vor Bienen. Ja, da staunen Sie, ne? Noch gar keine Insekten zu sehen hier, ne? Ja, aber wenn ich sage Warburger Karneval Club, dann können viele... Habe ich doch gewusst, dass die Stendaler damit was anzufangen wissen. Ja, Nachwuchsarbeit wird bei diesem Club ganz groß geschrieben und deshalb dürfen heute die Kleinen des Warburger Karnevalclubs zuerst auf die Bühne. Ja, und das sind die Tanzmäuse Winnie, Maya und der Honig. Viel Spaß mit den Tanzmäusen des Warburger Karnevalclubs. Haben Christopher Robin und seine Freunde schon viele wunderbare Abenteuer zusammen erlebt. Und ich glaube, wir haben gerade genug Zeit, uns eines anzusehen. Oh ja, Zeit für meine Appetitgymnastik. Ich bin dick, rund, doch kerngesund. Mein Trick ist ganz einfach. Mein Appetit wird größer, wenn ich Turnübungen mache. Ich bin klein, fett, dafür nett, turn, was ich turnen muss. Nach rauf, runter, ist noch süßer der Genuss. Ja, bei rauf, runter, denk ich munter, was im Schrank noch Leckeres wär. So wie Honig, Milch und Schokolade. Mit so gesundem Appetit bin ich ein kerngesunder Bär. Mit so gesundem Appetit ist er ein kerngesunder Bär. Ach je, schon wieder leer. Dieses summende Geräusch hat etwas zu bedeuten. Der einzige Grund dafür, eine Biene zu sein, ist der, Honig zu machen.
Honig, 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 Honig. Damit ich ihn naschen kann. Honig, 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 Honig. Mein Bäuchlein rumpelt und pumpelt. Höchste Zeit, etwas zu naschen. Alles ist aus Honig, wo ich auch hinsehe. Alles nur aus Honig, eine glänzende Idee. Als einfacher Bär doch nachdenklich, so frag ich mich, wie alles sich verwandelt in nur zum Lieblingsmaus von Winnie Pooh. Dankeschön, den Tanzmäusen. Als hätten wir die Sendung so konzipiert, meine Damen und Herren. Wir haben ja vorhin den Titel gesungen, Wir sind Engel. Auch die nächste Künstlerin ist blond, hat lange Haare. Ah, Vivian C. heißt sie. Sie stammt aus Oberschlesien und nicht zuletzt auch, weil sie den deutschen Schlager so geliebt hat, hat sie die deutsche Sprache schnell gelernt und so gut gelernt, dass sie inzwischen natürlich auch eigene Lieder schreibt in deutscher Sprache. Ja, und meistens dreht es sich bei ihren Songs um die Liebe, worum auch sonst. In den meisten Schlagern geht es ja um dieses Thema. Sie singt uns jetzt aber nicht etwas auf Deutsch, sondern in ihrer Heimatsprache und der Titel heißt Thüle, Lat, so viele Jahre oder all die Jahre. Ah, Vivian C. Gdy wasze serca
życia smak, bo pięknie tak razem przez ten świat. Na wspólnych drogach miłość wiedzie was. Choć tyle lat minęło tak jak sen, serduszka wasze wciąż kochają się. Kolejnych lat, kolejnych pięknych chwil, z całego serca wam życzymy dziś. Już tyle lat minęło jakby dzień i jeszcze długo sobą cieszcie się. Życzymy wam radosnych, pięknych chwil, a w waszych sercach miłość niech się tli. Kolejnych lat, kolejnych pięknych chwil, z całego serca wam życzymy dziś. Z całego serca wam życzymy dziś. Dankeschön. Dankeschön. Dankeschön, Vivien C. Ja, das ist ein Name, den man sich durchaus mal merken sollte. Ich musste ihn auch erst ein bisschen üben. Inzwischen ist er mir schon geläufig. Ja, jetzt bitten wir mal Roland-Figuren auf die Bühne. Aber nicht den Roland von Stendal. Das wäre jetzt unfair. Ja, wir wollen jetzt ein bisschen spielen. Ja, ein kleines Quiz. Wir haben ein Quiz vorbereitet. Es geht natürlich um Stendal. In aller Schönheit und Pracht wollen wir Sie jetzt bewundern. Schauen Sie mal, das ist schon Ihr Applaus. Eins, zwei und Nummer drei. Jetzt wollen wir fragen. Ja, herzlich willkommen beim Musikantenkrug. Drei Rolande, drei unterschiedliche Kostüme, aber ich weiß nicht, wo ihr herkommt. Verratet ihr uns das mal? Ich komme aus Buch. Aus Buch, das sagt mir jetzt auch nicht viel. Kannst du mir mal sagen, wo das etwa liegt? Etwa? Landkreis Stendal in der Nähe von Tangermünde. Ja, meine Unwissenheit. Wir sind ja aus Mecklenburg-Vorpommern, kennen uns nicht so sehr gut hier aus. Und ich glaube, Buch ist auch nicht unbedingt eine Millionenstadt. Okay, wo knapp kommst Millionen du denn her? Ich bin der Roland von Hallensleben. Normalerweise sitzt der Roland von Hallensleben auf einem Pferd. Aber das Pferd, das konnte ich heute leider nicht mitnehmen. Es hat nicht in die Fernsehsendung reingepasst. Ja, es wäre auch ein bisschen ungünstig gewesen hier mit der kleinen Treppe. Da hätten wir das Pferd nicht so richtig raufgekriegt. Woher kommst du? Ich komme aus Kaiserslautern und bin der dortige Roland. Aha, also drei Rolande haben wir jetzt hier auf der Bühne. Wir haben heute natürlich noch mehr da. Aber drei sind auf unserer Bühne. Und jetzt frage ich euch. Also ich würde vorschlagen, dass wir das so machen. Du stellst dich zu den Rolanden hin und wir wollen ja wissen, wer zuerst die Antwort weiß, nicht? Ob eins, zwei oder drei. So, gib ihnen auch die Chance. Wenn du siehst den leisesten, wenn du den leisesten Anzeichen siehst, die können wissen's, Mikrofon hinhalten. Also wer zuerst zuckt, hat gewonnen? Ja, so, in etwa. Aha. Okay, also erste Frage. Wie viel Einwohner, ich gebe euch drei Sachen zur Auswahl. Wie viele Einwohner hat Stendal? 40.000, 50.000, 60.000? 40.000. Jawohl. Erster Punkt für ihn. Punkt. Für den Roland von Buch, ne? Die Frage zwei stelle ich. Der wohl berühmteste Sohn der Hansestadt Stendal, geboren im Jahre 1717, war Johann Joachim Winkelmann. Was machte ihn so berühmt? War er Maler, Archäologe und Kunstgelehrter oder war er Komponist? Archäologe. Das wissen alle. Also ich würde sagen, er kriegt den ersten Punkt jetzt. Also, aber eigentlich haben ihn alle verdient.
Du machst die nächste Frage. Ja, aber ich glaube, jetzt müsst ihr ganz schnell sein mit der Antwort, denn ich glaube, das wisst ihr alles. Alle. Der Roland ist ein Standbild eines Ritters mit bloßem Schwert. Wofür ist er ein Sinnbild? Stadtrecht. Ohne, dass ich die Auswahl gegeben habe. Das weiß er auch so, aber das möchte man auch von einem Roland erwarten. Jawohl. Also, wir hätten bisher noch zur Auswahl gehabt, ne? Zur Auswahl stand noch für Weisheit, für Gerechtigkeit und das dritte war dann für Stadtrecht und bürgerliche Freiheit und genau. Das hat er ja gesagt. So, und jetzt eine Schätzfrage. Wie groß ist der Roland hier in Stendal? Ist er 9 Meter groß, 7,80 Meter oder 8,10 Meter? 7,80. Das habt ihr alles in der Schule gelernt, hä? Das kam hier von beiden gleichzeitig. Richtig. 7,80 Meter. 7,80 Meter. Und der Größte, der steht in Bremen und der ist 9 Meter groß. Jetzt bist du wieder dran. Vorletzte Frage. Wie hoch ist die Marienkirche hier in Stendal? 82, 72, 92? Nochmal? 82. 82 ist richtig. 2 Punkte hat er jetzt schon. Aber er hat ja auch einen kleinen Lokalvorteil, ne? Muss man mal sagen. Okay, letzte Frage. Dann sind wir damit durch. Wann war die erste urkundliche Erwähnung von Stendal? In welchem Jahre? Soll ich 3 vorgeben? Ich habe zu Beginn der Sendung was gesagt. Letztes Jahr hätte man hier gerne was gefeiert. Habt ihr nicht hingehört, ne? Also ich gebe was vor. 1510, 1780 oder im Jahre 1022? Jawohl, das wissen Sie wieder alle. 1022. Also, ein Applaus. Hier bleiben. Toll, dass ihr das mitgemacht habt, Jungs. Wir haben auch einen kleinen Preis für euch. Ihr habt das verdient, ne? Wenn ihr hier oben steht, habt ihr bestimmt Durst. Guck mal, also. Hier kriegst du einen kleinen Süßen von uns. Ja, da bin ich drauf. Guck mal, und hier bin ich auch drauf. Und du kriegst einen von Josephine. Ihr könnt ja auch tauschen, wenn ihr lieber von einem anderen naschen möchtet. Also, herzlichen Dank. Vielen Dank. Abgang eigentlich jetzt mit einem schönen Marsch. Haben wir leider nicht eingespielt. So, aber ein Applaus geht ja auch. Ja, und jetzt darf ich Ihnen ein Duo ankündigen. Das Duo heißt Herz Schatten. Seit 2 Jahren haben Sie dieses Projekt und sind mit Ihren Titeln, die der Hans selbst schreibt, immer in den Top 10. Schon 35 oder 36 Wochen. Jetzt mit dem letzten Titel. Und ich würde sagen, lassen Sie sich einfach überraschen von dieser tollen Musik, von dem tollen Rhythmus, von der tollen Melodie. Es ist einfach Musik für Jung und Alt, würde ich sagen. Ja. Also, begrüßen Sie oder willst Nein. du noch was sagen? Du hast ja erst einen Hans erwähnt. Du hast gesagt, ein Duo. Dani gehört da auch dazu. Ah ja, richtig. Nein, das möchte ich natürlich. Wollen wir nicht vergessen. Und Dani ist ein richtiges Energiebündel. Das werden Sie gleich sehen, meine Damen und Herren. Aber sie besticht natürlich auch durch ihre Natürlichkeit und durch ihre Vielseitigkeit in der Stimme. Wir begrüßen ganz herzlich Herzschatten mit dem Titel Für immer du und ich. Bitte! Wir grüßen euch! Alle Hände könnten jetzt gleich hochgehen! Wo seid ihr? Träumen und die Zeit bleibt stehen. Wenn du mich berührst, mich so zart verführst, will ich immer mehr, gib dich nie mehr her. Immer wenn ich denke, viel mehr geht doch nicht, hast du mich schon wieder voll im Herz erwischt. Verliebt in dir verloren, bist über beide Ohren.
bin Ritter und dein Held bis ans Ende dieser Welt. Für immer du und ich, für immer nur für dich, für immer ewig dein, mit dir unsterblich sein. Für immer du und ich, was anderes will ich nicht. Wir werden das im Auge behalten, Hans und Dani. Für immer du und ich, haben sie sich geschworen. Dankeschön! Also da werden wir genau hinsehen und werden hoffentlich noch viele solche schönen Titel von Ihnen hören. Ja, Eggy. Jetzt aber, ne? Jetzt hat mein lieber Jo Durst. Ja, weißt du, das war hier schon so anstrengend und so temporeich. Jetzt kannst du mir wieder mal ruhig ein Gläschen gönnen, ne? Und ich habe ja von dir gelernt. Aber bitte kein Gläschen. Kein Alkohol, kein Bier. Wir sind noch nicht am Ende der Sendung. Das geht ja jetzt noch weiter. Aber ein Gläschen kannst du ihm ruhig gönnen. Ich meine, ich weiß ja, dass er keine 4, 5 Bier trinken darf hier im Musikantenkuch. Dann wäre er ruckzuck Alkoholiker. Aber ganz weit drauf auf unserer Dorfdisco, da wäre er der Fahrer. Ja, aber wir sind hier in Stendal, mein Lieber. Nicht? Ja, und ich weiß. Ich gebe ja meinen Gästen auch immer zu verstehen, wenn sie zu viel trinken. So zum Beispiel der Klaus, der kommt jeden Abend zu mir und schüttet sich aber so richtig einen rein. Ne? Da habe ich gesagt, Klaus, warum trinkst du denn so viel? Tja, sagt Klaus, du, ich muss meinen Kummer ersäufen. Ich sage, Klaus, hast du das denn schon geschafft? Nee, sagt er, ich glaube, das Biest kann schwimmen. Anderen gebe ich zu verstehen, die wollen ja auch weniger trinken, ne? So der Heinz. Der Heinz zum Beispiel kommt auch zu mir jeden Abend in die Wirtschaft. Jeden Abend 3 Bier. Hat mich ja dann auch mal interessiert, warum er jeden Abend nur 3 Bier trinkt. Ich sag, Hans, warum trinkst du 3 Bier? Tja, sagt er, weißt du, das eine ist für meinen Bruder in Australien. Das andere ist für meinen Bruder in Amerika. Und das dritte, das trinke ich ganz alleine. Oh, sag ich, das ist eine gute Idee. Das ist auch schön so. Ja, das geht eine ganze Weile, 2, 3 Monate. Kommt Heinz nachher rein und sagt, er möchte nur noch 2 Bier. Oh, denke ich, ist mit einem seiner Brüder was passiert? Fragst ihn mal. Ich sage, du Heinz, ist einem deiner Brüder was passiert oder warum möchtest du nur noch 2 Bier haben? Nö, sagt er, du, die sind ganz in Ordnung. Aber ich habe mir das Trinken abgewöhnt. Ja, ja. Ja, so kann man das auch machen. Jetzt kommt aber einer und erzählt uns eine musikalische Geschichte. Die heißt Mein Lebenselixier. Ha, Lebenselixier. Und schon sind wir wieder beim Bier. Ich habe mich geirrt, Eggy. Er singt den Titel Mein Lebensgrund. Lebensgrund, Lebensgrundlage, das ist gleichbedeutend mit Flüssigkeiten, Fluss. Wieder sind wir beim Bier. Ich gebe es auf. Du hast recht, Eggy. Jedenfalls kommt jetzt Steven Lloyd und singt Mein Lebensgrund. Herzlich willkommen, Steven. Du bist heiß, du bist kalt, du bist das, was in mein Leben knallt. Du bist mein Mittelpunkt, du bist einfach mein Lebensgrund. Ich wollte es nicht mehr tragen, ich suchte den roten Faden, doch plötzlich standst du da, alles war anders als letztes Jahr.
Kassen fahren und nicht nur für Träume sparen. Doch endlich bist du bei mir. Alles sieht anders in meinem Revier. Du bist heiß, du bist kalt. Du bist das, was in mein Leben knallt. Du bist der Tag, du bist die Nacht. Bist alles, was mich anmacht. Du bist der Sommer in meinem Leben. Du bist das Gegenteil von Regen. Du bist mein Mittelpunkt. Du bist einfach mein Lebensgrund. Macht der Gewohnheit killt mich. Änderung unwahrscheinlich. Der Indianersong von Pur wirft mich immer aus der Spur. Nachts wieder um die Häuser ziehen, der Spießigkeit entfliehen. Mal so richtig was Verrücktes tun, durch jeden Sturm und jeden Monsun. Du bist heiß, du bist kalt. Du bist das, was in mein Leben knallt. Du bist der Tag, du bist die Nacht. Bist alles, was mich anmacht. Der Sommer in meinem Leben, du bist das Gegenteil von Regen. Du bist mein Mittelpunkt, du bist einfach mein Lebensgrund. Du bist heiß, du bist kalt. Du bist das, was in mein Leben knallt. Du bist mein Mittelpunkt, du bist einfach mein Lebensgrund. Was in mein Leben knallt. Du bist der Tag, du bist die Nacht. Bist alles, was mich anmacht. Du bist der Sommer in meinem Leben. Du bist das Gegenteil von Regen. Du bist mein Mittelpunkt. Du bist einfach mein Lebensgrund. Danke, Steven, dein Applaus. Und meine lieben Zuschauer, wenn Sie jetzt die Augen zumachen und eine tiefe Stimme hören, dann denken Sie sicher an Kerstin Ott. Aber nein, ich kann Ihnen eins sagen. Unsere Josephine, die kann genauso tief singen und noch tiefer. Und das wird sie jetzt beweisen mit dem Titel Regenbogenfarben. Hast du schon einen Regenbogen in Schwarz-Weiß gesehen? Kinder, die immer nur leise sind. Das gibt es nicht. Hast du Träume, die du nicht erreichen kannst? Gefühle, die du niemandem zeigen darfst? Die gibt es nicht. Dreh dich um, dann kannst du über'n Tellerrand sehen, alles bunt. Musst nur ein Stückchen weiter gehen. Ich spiel die Gitarre und wir singen. Kommt, lass uns die Welt bemalen in Regenbogenfarben. Wir wollen sie überall. Regenbogenfahnen, kommt, kommt, lasst die Welt erstrahlen in Regenbogenfarben. Man sieht sie überall. Regenbogenfahnen. Zwei Eltern, die ihr Kind zur Kita bringen. Sie und sie tragen jetzt den gleichen Ring. Alles ganz normal. Er und sie, er schmiert die Brötchen, die sie nach Hause bringt.
du und ich, ganz egal, wer wir auch sind. Wir sind ganz normal. Kommt, lasst uns die Welt bemalen in Regenbogenfarben. Wir wollen sie überall. Regenbogenfahnen. Kommt, kommt, lasst die Welt erstrahlen in Regenbogenfarben. Man sieht sie überall. Dreh dich um, dann kannst du über'n Tellerrand sehen, alles bunt. Musst nur ein Stückchen weiter gehen. Ich spiel die Luftgitarre und wir singen. Ja, und jetzt kommt jemand, auf den warten Sie sicherlich schon alle. Eine Schlagerlegende, der König der Hitparaden, denn er hatte 16 eigene offizielle Charthits, hat viele goldene Schallplatten errungen, unter anderem als Sänger, zum Beispiel für Ein Mädchen für immer, als Textdichter von Der Junge mit der Mundharmonika. Sie kennen alle noch den unvergessenen Bernd Klüver und zum Beispiel Josephine. Ja, also auch als Komponist und auch als Produzent. Also eigentlich kann man das gar nicht alles aufzählen. Und wir wollen Sie auch gar nicht so lange warten lassen, denn Sie warten alle auf ihn. Auf Peter Orloff! Freuen Sie sich jetzt! Das schönste Mädchen der Welt ist meine Rosmarie. Den schönsten Namen der Welt hat meine Rosmarie. Die eine, die mir gefällt, die immer
Vielen lieben Dank, Peter. Bleib doch bitte gleich bei uns. Ja, wir bitten jetzt alle anderen Künstler zu uns gemeinsam auf die Bühne. Das Blasorchester Angern. Ja wir hier. Begrüßen ganz herzlich Herzschatten hier nochmal auf der Bühne. Steven Lloyd, Marvin Ria, die Tanzmäuse des Warburger Karnevalclubs, Elvira Fischer, René Ulbrich, unseren Wirt Eggy. Hoffentlich habe ich keinen vergessen. Ja, wir alle möchten uns ganz herzlich bei Ihnen an den Bildschirmen zu Hause und natürlich bei allen Stendalern und allen Gästen hier in Stendal bedanken. Schön, dass Sie uns Ihre Aufmerksamkeit geschenkt haben für die 26. Folge des Musikantenkrugs. Uns bleibt jetzt einfach nur zu sagen, Dankeschön. TV. Wir bedanken uns natürlich auch bei der Stadt Stendal, bei allen Akteuren auf der Bühne und hinter der Bühne. Wir sagen Dankeschön. Wir sagen Dankeschön.